Nach 955 konnte Otto sich wieder Italien widmen, griff allerdings noch nicht ein. Allerdings werden Urkunden in Norditalien schon nach Ottos Regierungsjahren datiert. 958 erkrankte er schwer, was die Frage seiner Nachfolge aufwarf. Während Otto nach seiner Genesung Züge gegen die slawischen Völker unternahm und sich an die Gründung des Erzbistums Magdeburg machte, geriet Papst Johannes XII. In Bedrängnis. Im Herbst 960 überbrachten Gesandte ein Hilfegesuch. Nun zeichnete sich auch die Kaiserkrönung ab. Im Vorfeld ließ Otto seinen erst sechsjährigen Sohn Otto II. Zum König wählen. Die Thronfolge war eingeleitet, allerdings blieb Otto II. Quasi als Statthalter im Reich. Am 31. Jänner 962 traf der Tross in Rom ein. Die Salbung und Krönung des prächtig gekleideten Otto folgte sogleich am 2. Februar dem Fest Maria Reinigung im Petersdom. Am Aschermittwoch 962, das war damals der 12. Februar, gewährte Papst Johannes XII. Schließlich die Einrichtung des Erzbistums Magdeburg mit Suffraganbistümern. Am Tag darauf folgte Ottos Gegenleistung. Der Schutz der römischen Kirche wurde bestätigt, das Territorium des Kirchenstaates noch ausgeweitet. Dafür musste der gewählte Papst nun vom Kaiser bestätigt werden. Bereits am folgenden Tag verließ Otto I. Rom wieder und wandte sich weiteren italienischen Angelegenheiten zu. 963 brach allerdings Papst Johannes XII. Mit dem Kaiser, der daraufhin nach Rom zog. Der geflohene Papst wurde angeklagt, die Römer mussten schwören, künftig zu jeder Papstwahl die Zustimmung des Kaisers einzuholen. Ende des Jahres wurde mit Leo VIII. Ein neuer, konformer Papst gewählt. Dieser hatte große Schwierigkeiten, sich zu halten. 964 musste daher Otto erneut persönlich in Rom intervenieren. Ende des Jahres verließ er Italien und kehrte nach 3,5 Jahren ins Reich zurück. Dort wurde er glanzvoll empfangen. Nun konnte er sich wieder der deutschen Politik widmen. 965 starb Papst Leo VIII., womit Italien wieder wichtig wurde. 966 konnte der abgesetzte Johannes XII. Fliehen. Otto zog nochmals nach Italien, Johannes XIII. Wurde gewählt.